Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zu unserem Tutorial KiCad für Anfänger. Wir haben das letzte Mal damit aufgehört, den Schaltplan zu vervollständigen und deswegen wollen wir auch ohne jegliche Verzögerung hier weitermachen. Wir starten zunächst einmal unser KiCad und gehen dann hier auf unseren Schaltplan. Ich habe den schon offen. Und wir wollen heute damit beginnen, die Footprints hier zuzuordnen zu den einzelnen Bauteilen. Wir haben das letzte Mal ja soweit in unserem Schaltplan schon alles fertiggestellt und auch mal einen elektrischen Rule-Check durchlaufen lassen. Und deswegen gehen wir jetzt sofort damit über, das Ganze hier zu vervollständigen und jetzt hier die einzelnen Footprints für die Bauteile zuzuordnen. Dazu klicken wir einmal hier oben auf dieses Icon Footprint Zuweisung. Unsere Bauteile werden jetzt hier eingeladen und wir müssen den Bauteilen jetzt Footprints zuweisen. Ich hatte ja schon mal erklärt, dass wir hier oben in der obersten Zeile sogenannte Filter haben. Und wenn ich jetzt hier mal die Filter so einstelle für diesen ersten Kondensator, unseren 22 Picofarad, dann kriegen wir auf der rechten Seite schon die richtigen Footprints angezeigt. Wir erinnern uns, dass wir in unserer Schaltung, in unserem Schaltplan keine SMD-Bauteile verbauen wollen. Wir scrollen hier so weit herunter, dass wir hier die ersten Through-Hole, also Durchkontaktierungsbauteile, angezeigt bekommen. Und wir wollen jetzt dem C1 einen Footprint zuordnen, indem wir zunächst einmal auf den ersten hier auf der rechten Seite anklicken und dann schauen, ob es denn der richtige Footprint ist. Um diesen Footprint jetzt anzeigen zu lassen, klicken wir einmal hier oben links auf das Icon Footprint anzeigen und wir erhalten dann ein Fenster, wo uns dann der Footprint, den wir hier ausgewählt haben, angezeigt wird. Wenn wir noch möchten, können wir noch zusätzlich hier oben auf den 3D-Betrachter klicken und wir bekommen von dem Footprint dann auch gleichzeitig die 3D-Darstellung angezeigt. Jetzt sehen wir hier, dass es noch nicht der richtige Footprint ist und deswegen werden wir zunächst einmal den 3D-Betrachter und auch hier das Footprint nochmal schließen und schauen uns mal hier in der Liste Capacitor Through Hole mal an, welchen wir denn dort jetzt benutzen können. So, wir wollen ja einen Kondensator in Disk-Format. Das heißt, das ist so eine kleine runde Scheibe. Und unser erster, den wir jetzt hier angezeigt bekommen haben, ist ja axial. Die hier drunter sind auch weitere Axiale. Und hier fängt es an mit Disk. Das sind solche gesamten kleinen Kondensatorscheiben in runder Form und wir klicken mal hier den ersten an, schauen uns den Footprint mal an. Ja, von der Größe her kann es passen. Es ist ein Disk, 3 mm im Durchmesser, 1,6 mm in der Dicke und der Pitch-Abstand, also der Abstand zwischen hier Beinchen zu Beinchen beträgt 2,50 mm. Schließen nochmal hier die Betrachter und schauen mal nach, ob wir nicht einen etwas größeren finden. Ich denke mir, dass dieser hier Disk 3,8 mm und in der Dicke 2,6 und der Pitch-Abstand 2,50 ist. Der ist wohl der richtige und den schaue ich mir jetzt auch mal an. Also der Footprint, der Lochabstand stimmt. Es sind 2,50 mm. Gehen wir auf den 3D-Betrachter. Ja, das stimmt auch. Der Durchmesser stimmt und die Dicke stimmt hier auch. Also sage ich jetzt, jawohl, das ist der richtige. Ich klicke einmal doppelt hier drauf und sehe dann hier oben in der Mitte, C1 hat jetzt diesen Footprint zugeordnet. Der nächste, den ich hier habe, ist der C2 und es ist ja der gleiche Footprint, weil es ja beides
22 Pico-Farad sein sollen. Deswegen kann ich auch hier für den zweiten den gleichen auswählen. Jetzt gehen wir mal hin und machen mal den C3. Das sind schon 100 Nanofarad. Und für einen 100 Nanofarad brauche ich auch einen Disk, also einen Kondensator in Scheibenform. Aber der Durchmesser sollte hier etwas größer sein, weil es die 100 Nanofarad wahrscheinlich nur in einem größeren Durchmesser geben wird. Und meine Erfahrung sagt mir jetzt hier, dass man da nach Möglichkeit einen Durchmesser von 6 mm und einen Pitchabstand von 5 nehmen sollte. Ich schaue mal hier in meiner Liste nach. 6 mm. Und die Dicke der Scheibe ist hier 2,5. Der Pitchabstand ist 5 mm. Ich kann ihn mir mal betrachten. Hier im 3D-Betrachter. Jawohl, den können wir hier benutzen für unsere 100 Nanofarad. Und dazu klicke ich dann auch noch einmal hier auf diesen jetzt doppelt. Klick, klick. Und schon ist dieser Footprint dem C3 zugeordnet. Der nächste und der übernächste sind die gleichen, sind alles 300 Nanofarad, also kann ich für alle drei auch hier den gleichen Footprint benutzen. C4 und für C5 denselben. Der nächste ist unsere LED. So, ich guck mal, LED hier, LED Through-Hole, denn auch die LED ist ja ein Through-Hole und ich klicke hier links die Bibliothek LED Through-Hole, also TAT, an und suche mir jetzt eine passende LED in Through-Hole aus. Wir haben hier die unterschiedlichsten LEDs und wenn ihr das hier mal ganz genau lest, der Durchmesser hier für die LED ist 1,8. Wir wollen nach Möglichkeit eine finden, die einen Durchmesser von 5 mm hat. Hier die Nummer 33, das ist LED Through-Hole, LED 5 mm Durchmesser. Ich schaue mir die mal hier im Footprint-Betrachter an. Das könnte hinkommen. Ich schaue noch mal in den 3D-Betrachter. Ja, das ist die richtige. Diese will ich benutzen. Schließe hier wieder die Betrachter und wähle dann hier D1 und klicke hier auf der rechten Seite doppelt. Und schon hat die LED einen Footprint zugeordnet bekommen. Als nächstes möchten wir unseren nächsten Bauteil einen Footprint zuordnen und das wäre jetzt hier der sogenannte FTDI-Programmer. Das ist ja ein Pin-Header, den wir dort benutzen, um unseren FTDI-Adapter dort zu verbinden. Dieser FTDI-Adapter bräuchte einen Pin-Header in den Maßen 2,54 Pitch-Abstand und das wäre dann einreich mal 5. Dazu gehe ich auf der linken Seite in Pin-Header hier und suche mal Connector-Pin-Header hier 2,54. Und dann auf der rechten Seite 2,54 einmal 5. Ich schaue mal hier, einmal 4, einmal 5 wäre der hier. Der wäre natürlich horizontal. Das heißt, der wäre so liegend. Ich schaue mir den mal an, hier oben in den 3D-Betrachter rein. Und ihr seht, der ist so liegend. Das wäre also nicht der richtige. Wir brauchen diesen in vertikal, also diesen hier. Ich kontrolliere noch einmal, schaue mir noch mal das 3D-Modell an. Einreich mit 5 Pins, das ist dann unser, den wir jetzt benutzen werden. Ich klicke hier rechts doppelt und habe dann hier dem FTDI-Programmer schon seinen Footprint zugewiesen. Als nächstes müssen wir für die Arduino-Pins 0 bis 7 einen Pin-Header haben, auch in den Maßen mit Pitch-Abstand 2,5, allerdings 1x8. Ich schaue hier in meine Liste 1x8.
Ich kontrolliere noch einmal, indem ich hier oben auf Footprint Betrachter gehe und dann nochmal hier oben 3D Betrachter. Und das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 1 mal 8. Das wäre jetzt hier der richtige. Ich klicke doppelt wieder und habe dann auch den J2 schon ausgewählt. Der nächste, den ich haben muss, ist für die Pins 8 bis 13. Und das muss einer werden. Auch ein Pitch-Abstand von 2,54. Allerdings ein Reich mit 6 Pins. Ich schaue mir das hier mal an in der Liste. Ein Reich, 2,54 Pitch-Abstand, allerdings horizontal. Ich nehme den nächsten darunter, kann es wieder kontrollieren im 3D-Betrachter. Jawohl, ein Reich mit 6 Pins, das wäre der richtige. Das nächste wäre dann für die Analog-Pins der Pin-Header, und zwar für die Analog-Pins A0 bis A5. Und der muss auch sein im Pitch-Abstand 2,54, allerdings ein Reich mal 6. Und ich denke mal, das ist derselbe. Ja, ein Reich mal 6, Pitch-Abstand 2,54, vertikal. Und ich klicke doppelt und habe auch diesen Footprint hier zugewiesen. Der nächste wäre dann der J5. Das ist ja der Pinheader, wo wir 3x5 Volt bzw. 3x Ground ausführen wollen. Und das ist auch 1x6 im Pitch-Abstand 2,54. Also könnte ich diesen hier dafür auch benutzen. Ich klicke doppelt und habe den schon zugewiesen. Das nächste ist die Versorgungsspannung. Da hatten wir ja gesagt, dass wir so eine Lüsterklemme in Printmontage benutzen wollen. Das ist ein Terminal-Block. Und ich schaue mal hier in die Bibliothek hinein. Terminal-Block, ob ich da etwas finde. Und wo ist es hier? Terminal-Block. Und ich denke mal, ich wäre fündig hier. TE Connectivity. Ich schaue mir mal die Footprints an. Schau mal hier. Der ist ja dann 1x10. Der ist 1x11. 1x12. 1x2. Und ich schaue mal nach dem Pitch-Abstand. Hier, dieser hier, das ist der richtige, denke ich, 1x2, also 2 Pinne. Pitch-Abstand wäre 2,54 und er ist horizontal. Ich kontrolliere das mal eben hier, den Footprint. Jawohl, das könnte hinkommen. Jetzt habe ich hier natürlich noch kein 3D-Modell drauf, aber das ist schon der richtige Footprint für unseren Terminal-Block, also die Lüsterklemme, die dann auf der Platine gelötet wird. Deswegen schließe ich das jetzt hier nochmal und wähle diesen hier aus und ziehe das nochmal hier so ein wenig größer. So, das hätten wir auch schon fertig. Jetzt kommen unsere Widerstände und da gehe ich mal in die Bibliothek hier auf der linken Seite Resistors. Da habe ich Resistors Through-Hole und ich mache mir nochmal hier die Spalte etwas größer. Ich nehme mal hier diesen, der hat einen Pitch-Abstand von 5,8. Ich schaue mir das mal im 3D-Betrachter an. Der ist schön liegend, der Abstand ist 5,8. Also von Lochmitte zu Lochmitte. Nochmal schauen, 5,8. Gibt es den auch mal ein bisschen länger hier, horizontal, Pitch-Abstand 7,62. Schau mir den nochmal an, ob der etwas besser ist. Da ist der Lochabstand doch etwas weiter auseinander. Das passt mir eigentlich besser. Deswegen klicke ich hier jetzt auf diesen doppelt. Und der nächste ist ja auch ein Widerstand. Ich nehme den gleichen Footprint. Jetzt gehe ich hin und suche mir einen Footprint für meinen Reset-Taster. Das müsste ich in der Bibliothek finden. Button Switch Through-Hole. Und ich arbeite mal wieder mit meinen Filtern, ob ich da was angezeigt bekomme. Ich muss mal gucken hier.
Wenn ich die beiden Filter ausgewählt habe, bekomme ich schon hier was angezeigt. Das sind alles DIP-Switche. Was ist das hier? 63 Push 12 mm. Ich schaue mir mal an. Ja, der könnte schon okay sein für unseren Button-Switch. Ja, das wird er auch sein. Vier Löcher, das kommt hin. Und der Abstand, den kontrolliere ich nochmal, ist 12 mm von hier nach hier. Ich nehme hier diesen, klicke doppelt und habe dann hier auch meinem Switch schon einen Footprint zugeordnet. Jetzt kommt hier unser Atmega, unser Mikrocontroller, und der ist ja Dual Inline Package Gehäuse. Deswegen suche ich mir das jetzt hier mal aus. Dual Inline, also DIP, da fängt es an. Packages DIP hier. Und wir wissen ja, dass der Atmega 328 28 Pin hat, also 28 Pins. Das heißt, das ist also DIP 28. Deswegen suche ich mal hier in der Liste DIP 4, DIP 6, DIP 12. Hier fängt es an mit DIP 28 und die Pitch-Abstand ist 7,62. Das stimmt. Ich schaue mir das mal hier in meinen Betrachter an. Jawohl, das ist so ein Teil. Ich kann hier mal den 3D-Betrachter aufrufen. Ja, das ist richtig. Das ist der korrekte Footprint. Deswegen klicke ich hier drauf und habe auch schon hier meinen Atmega 328 den richtigen Footprint zugeordnet. Als nächstes bleibt mir nur noch der Quarz über, der Crystal. Da schaue ich mal in die Bibliothek. Quarz heißt auf Englisch Crystal. Und jetzt schaue ich mal hier in der Bibliothek unter Crystal, ob ich da was finde. Hier, da unten ist es schon. Und suche mir mal dort den richtigen Footprint aus. Die Bauform müsste eigentlich irgendwas mit HC sein. HC, irgendwas HC52. Ich schaue mal hier, HC52 fängt dann hier an. 2 bis 6 mm horizontal. Nein, ich bräuchte den in vertikal. Das wäre dieser hier. HC52, 6 mm vertikal. Ich rufe mal hier den Footprint auf. Ja, das sieht schon gut aus. Was sagt der 3D-Betrachter? Ja, voilà. Ich habe auf Anhieb schon den richtigen Footprint gefunden. Das ist mein Bauteil. Ich kann das hier wieder schließen und klicke hier auch doppelt drauf und habe somit all meinen Bauteilen den richtigen Footprint zugeordnet. Ja, Freunde, ich weiß aus Erfahrung und weil ich auch irgendwann mal vor langer, langer Zeit Anfänger gewesen bin, ist zwar schon einige Jahrzehnte her, aber ich weiß, dass das hier für den Neueinsteiger nicht immer ganz einfach ist. Das verstehe ich. Ich habe ein wenig Erfahrung und weiß dann, wie ich hier die Footprints finden kann. Aber der Anfänger, das weiß ich, das Schwierige an einem Platinenprojekt ist hier in KiCad meistens die Zuweisung von Footprints. Aber mit der Zeit werdet ihr hier auch sicherer werden, spielt ein wenig herum, schaut mal und ich gebe euch mal jetzt so einige Tipps mit, wie man hier als Anfänger doch einigermaßen zurechtkommt. Nehmen wir mal an, wir wollen hier den ersten Bauteil jetzt einen Footprint zuweisen. Ich meine, wir haben das ja hier schon getan, aber nehmen wir mal an, wir sind jetzt hier frisch reingekommen in die Footprint-Zuweisung und wollen jetzt hier einen Footprint zuweisen. Wie gehe ich am besten vor? Folgendes: Ihr schaut zunächst einmal, um was für ein Bauteil handelt es sich denn überhaupt? Ist es ein Kondensator? Ist es ein Pinheader oder ein Transistor oder was auch immer? Und wenn ihr dann lokalisiert habt, was ist das für ein Bauteil, dann geht ihr hier auf der linken Seite in die richtige Bibliothek hinein. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich hier einen Footprint für einen Kondensator suche und dann sagen wir mal hier in die Footprint-Bibliothek
SMD-Dioden reingehe. Das macht keinen Sinn. Deswegen gehe ich immer so vor, dass ich hier oben das Bauteil anklicke. Es handelt sich hierbei um einen Kondensator. Und jetzt muss ich natürlich wissen, weil das natürlich auch alles hier in englischer Sprache geschrieben ist und benannt ist. Kondensator heißt auf Englisch nun mal Kapazitor. Dann muss ich hier auf der linken Seite Kapazitor suchen. Es gibt es zweimal, einmal SMD und einmal Through-Hole, also Durchkontaktierung. Jetzt muss ich mir die Überlegung machen, was möchte ich denn hier verbauen? Möchte ich SMD-Kondensator verbauen oder Through-Hole? Dann habe ich schon die Frage beantwortet, welche der beiden Bibliotheken ich denn jetzt hier auswählen muss. Und wenn ich hier die richtigen Filter angeklickt habe, hier die beiden letzten hier, den vorletzten und den letzten, kriege ich hier auf der Liste schon mal angezeigt, was es denn so alles an Kapazitors denn so gibt. Ich klicke mir mal den ersten hier an und ich habe jetzt gar keine Ahnung, nehmen wir mal an, hier steht was. Und ihr solltet das auch mal richtig lesen. Hier in dieser Beschreibung steht schon einiges an Informationen drin. Es handelt sich um einen Kapazitor in Through-Hole-Technik. Er ist gepolt, also CP. Es handelt sich hierbei bei diesem CP, das ist ein Elektrolytkondensator. Alles, was hier mit CP steht, sind Elektrolytkondensatoren. Der ist axial, hat eine Länge von 10,0 mm, einen Durchmesser von 4,5 und einen Pitch-Abstand von 15,0 und wird horizontal montiert. Das heißt, alles, was hier mit CP anfängt, kann ich schon mal überspringen, weil unsere Kondensatoren ja keine Elektrolytkondensatoren sind. Also scroll ich weiter runter. Das ist alles noch CP, CP, CP. Hier fängt es an mit C, also ungepolte Kondensatoren. Und auch hier kann ich anhand der Beschreibung lesen, es handelt sich hier um einen Kondensator axial. Länge wäre 3,8, Durchmesser 2,6 und der Pitchabstand wäre hier 7,50 und er muss horizontal montiert werden. So, wenn ich anhand dieser Beschreibung immer noch nicht ganz zurechtkomme, gehe ich hier oben links in die Ecke, starte mal hier den Footprint-Betrachter und sehe hier schon mal erstmal den Footprint. Und auch hier wieder die lange Beschreibung. Daran kann ich erkennen, was der da für Maße hat. Wenn ich dann immer noch nicht so richtig weiß, wie ich mir das Ding vorstellen muss, gibt es ja unseren schönen 3D-Betrachter. Und da kann ich mir bei den meisten Footprints schon das 3D-Modell betrachten. Ihr seht hier, das ist nicht der richtige für unsere Platine, der ist liegend und rund. Wir wollen ja einen Scheibenkondensator haben, deswegen gehe ich hier nochmal raus. Also hier sind alle die axial, das könnt ihr hier sehen, axial, axial, das ist alles axial und hier fängt erst die Diskform an. Disk für Scheibe und da kann ich dann auch nochmal hier den Footprint-Betrachter ansehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann kann ich mir den 3D-Betrachter anschauen und kann dann hier sehen, jo, das ist schon der richtige für mein C1. Des Weiteren habe ich hier auch in Linux den großen Vorteil, den ich euch mal eben zeigen möchte. Und zwar, wenn ich jetzt hier den 3D-Betrachter, dieses Fenster in dem Vordergrund habe und klicke einmal hier das andere Fenster an, dann verschwindet mir der 3D-Betrachter. Das kann ich unter Linux verhindern. Und zwar folgendermaßen, Linux bietet mir an, hier oben auf den Fensterrahmen zu klicken und sagen, immer im Vordergrund. Jetzt bleibt dieses Fenster mit meinem 3D-Betrachter immer im Vordergrund. Egal, ob ich jetzt hier dieses andere Fenster anklicke oder was auch immer, dieses bleibt mir hier immer im Vordergrund. Diese Funktion hat Windows nicht. Diese Funktion gibt es bei Windows nicht, dass man hier auf das Fenster einen Rechtsklick machen kann und sagen kann hier immer im Vordergrund. Aber man kann sich da auch behelfen. Auch in Windows kann man diese Funktion immer im Vordergrund implementieren. Und zwar, ich starte jetzt hier mal meinen Browser. Ihr müsst
wenn ihr Windows nutzt und diese Funktion haben wollt, einfach mal suchen nach einem kleinen Programm, das es da kostenlos zum Download gibt. Und zwar heißt das Always on Top. Da kriegt ihr dann schon was angezeigt. Always on Top, Windows 10. Das ist ein kleines Tool, das man hier kostenlos downloaden kann hier oben. Und das kann man dann aufrufen im Windows. Das startet man. Und wenn man dann sich das Fenster in den Vordergrund holt, aktiviert oder markiert das Fenster, was man gerne immer on top, also im Vordergrund haben will, drückt man dann, wenn man das Programm gestartet hat unter Windows, einmal die Alt- und die Leertaste. Und dann bleibt auch so wie hier in Linux dieses Fenster immer im Vordergrund. Ihr seht das hier, ich klicke jetzt hier in den Browser rein. Aber mein Fenster bleibt im Vordergrund. Ladet euch dieses Programm mal herunter. Das nennt sich Always on Top. Und dann habt ihr folgenden Vorteil. Den werde ich euch jetzt mal gleich zeigen. Ich schließe hier mal meinen Browser. Ich habe jetzt also den Footprint-Betrachter im Hintergrund und hier im Vordergrund meine 3D-Betrachter. Und wenn ich den Footprint-Betrachter, der jetzt hier schwarz im Hintergrund ist, mal kleiner mache, dann habe ich immer noch meinen 3D-Betrachter im Vordergrund. Und jetzt, liebe Freunde, und das erleichtert dem Anfänger am Anfang mal so ein wenig den richtigen Footprint zu suchen. Ihr geht jetzt hier hin, klickt hier irgendwo in dieser Footprint-Liste und achtet mal auf den 3D-Betrachter. Der ändert sich je nachdem, was ich hier für ein Footprint ausgewählt habe. Dann könnt ihr da so durchblättern und ihr seht im 3D-Betrachter, dass das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht oder sonst was. Könnt dann hier so runterscrollen. Wenn ich sage, wie groß ist mir der, dann wird mir der angezeigt. Aber das geht nur, wenn dieses 3D-Betrachterfenster immer im Vordergrund gehalten wird. Und das erleichtert euch hier schon die Arbeit. Das mal so als Hilfe für den Anfänger. Das gleiche gilt natürlich für alle anderen Footprints. Ich gehe mal jetzt hier auf den Pinheader. Und schon wird mir hier der Pinheader gezeigt und ich kann dann hier sehen, welche Pinheader ich dann hier auch benutze. Nur mal so als Hilfe für Anfänger. So, ich hoffe, dass diese Tipps euch dabei helfen, euren Bauteilen hier die richtigen Footprints zuzuordnen. Umso öfter ihr das macht, umso geübter werdet ihr. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Jetzt ist es noch so, dass nicht bei jedem Footprint hier so ein 3D-Modell wie hier der Pinheader drauf ist. Oft kriegt ihr auch nur den Footprint angezeigt, also die nackte Platine und die Löcher da drin. Aber bei vielen, vielen Bauteilen in KiCad und es werden immer, immer mehr, werden die 3D-Modelle schon hier platziert. Also wie gesagt, bei der Bauteilzuordnung achtet auch drauf, dass ihr euch hier auf der linken Seite in der richtigen Bibliothek befindet. Also wenn ihr Kondensatoren, dann sucht hier die Bibliothek Capacitors und dann eben SMD oder Through-Hole und so weiter und spielt ein wenig mal hier oben mit diesen vier Icons rum. Wenn ihr mit der Maus drüber geht, seht ihr auch, was dieser Filter denn so macht und für eine Aufgabe hat, spielt mit diesen Filtern mal rum, dann werdet ihr sicherlich hier mit den Footprints fündig werden. So, wenn wir die Footprints alle zugeordnet haben, klicken wir einmal hier unten Speichern und Fortfahren und dann auf OK. Jetzt sind die Footprints zugeordnet. Elektrischen Rule-Check haben wir gemacht. Wir haben eine Annotation beim letzten Mal schon gemacht und jetzt nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn ihr nach dem Zuordnen von euren Footprints hier hingeht und sagt, ach, da habe ich noch was vergessen, ich muss hier noch ein Bauteil einfügen. Ich mache das jetzt mal, indem ich hier auf Bauteil hinzufügen klicke, mal in den Schaltplan reinzoome und platziere hier einfach mal jetzt einen Widerstand mit R. Und ich platziere den jetzt hier. Jetzt ist er hier in meinem Schaltplan drin und ihr seht schon, der hat noch R-Fragezeichen. Also muss ich, wenn ich Bauteile nach der Footprint-Zuweisung nochmal
hinzufüge, muss ich die Schritte wiederholen. Das heißt, ich muss eine Annotation machen und dann seht ihr hier schon, hier, dass er nur für den neu hinzugekommenen Widerstand die Annotation gemacht hat. Er hat ihm die Bezeichnung R3 gegeben. Ich schließe mal. Das seht ihr hier. Er hat jetzt R3. Er hat aber auch noch keinen Wert. Also gehe ich drüber und drücke einmal die Taste E und gebe ihm dann hier auch einen Wert. Ich sage mal 5 Kiloohm. Klicke mal OK. Jetzt hat er 5 Kiloohm. Aber, und das hatte ich ja gesagt, ihr müsst dann, wenn ihr den verdrahtet habt, nochmal einen Rule-Check machen und dann auch nochmal die Footprint-Zuweisung machen. Ihr seht hier die ganzen Bauteile, die wir schon zugewiesen haben, aber hier unser neu hinzugekommener R3, der hat noch keinen Footprint zugewiesen. Das ist wichtig, dass ihr alle Bauteile, die ihr in eurem Schaltplan benutzt, auch anschließend die Footprints zuweist. Also, wenn ihr nach der Footprint-Zuweisung nochmal hingeht und in eurem Schaltplan nochmal ein Bauteil platziert, dann müsst ihr die Schritte auch nochmal wiederholen. Nur mal so am Rande, dass da keine Fehler entstehen. So, ich markiere mir das hier nochmal, den Widerstand, und entferne ihn, weil es ja Blödsinn ist. Anschließend gehe ich mal hin, speichere das Ganze und bin dann hier auch schon fertig mit Annotation, Footprint-Zuweisung und so weiter. Ich möchte jetzt hier auch erstmal beenden und beim nächsten Video euch mal zeigen, was mache ich eigentlich, wenn KiCad ein Schaltsymbol, ein Schaltzeichen gar nicht besitzt. Was mache ich dann? Wie zeichne ich mir für KiCad hier solche Schaltsymbole? Das wollen wir beim nächsten Mal angehen und ich hoffe, ihr seid jetzt in der Lage, eure Footprints zuzuweisen, wie ich jetzt den Stand jetzt hier gerade habe. Freunde, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Sind noch irgendwelche Fragen zu Footprints oder Zuweisung von Footprints? Schreibt's in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und verbleibe erst einmal euer Jürgen.